Herzlich willkommen in der BEG Hannover. An jedem Sonntag sind wir ja mit unseren Gottesdiensten auf Sendung. Heute publizieren wir wieder ein Video zur aktuellen Situation. Dieses Video steht unter dem Thema „Das Drama um den Gottesdienst. Darf John MacArthur trotz Corona-Verordnung die Kirchentüren öffnen?" Wir hier in Hannover sind dankbar, seit dem 10. Mai wieder öffentlich Gottesdienst durchführen zu können. Über unsere Homepage bekommen Sie alle Informationen, wie Sie daran teilnehmen können, unter welchen Rahmenbedingungen. Kommen Sie gerne dazu und nehmen Sie teil. Uns ist bewusst, dass trotz dieser Möglichkeit immer noch die Grundrechte nicht vollständig wiederhergestellt sind. Auch nicht Artikel 8 unserer Verfassung, wo es heißt, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis und ohne Waffen zu versammeln. Und zu Artikel 8 kann man noch etwa Artikel 4 dazuziehen, Absatz 2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Es darf nicht sein, dass die Bevölkerung sich an die Einschränkung dieser Grundrechte gewöhnt und dass diese dauerhafte Einschränkung als normal akzeptiert wird. Es liegt inzwischen das Gutachten des Verfassungsrechtlers Professor Dieter Murswig vor zur Frage: Sind die Corona-Maßnahmen verfassungsrechtlich legitim? Angefordert wurde dieses Gutachten von der Enquete-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz. Und darin kommt Professor Murswig zu folgendem Ergebnis, das ich hier zusammenfasse. Spätestens seit dem 15. April, also seit der Verlängerung des Lockdown, sei die Verfassungsgemäßheit des Lockdown nicht mehr gegeben gewesen. Damals, so Murswig, sei aufgrund der vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen klar erkennbar gewesen, dass die Epidemie ihren Höhepunkt bereits im März überschritten hatte und dass die Zahl der Infektionen und Erkrankungen schon zu Beginn des Lockdowns auf ein so geringes Ausmaß zurückgegangen war, dass eine Überlastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern nicht mehr zu befürchten gewesen sei. Auch für andere Grundrechtseinschränkungen sei es, so Murswig, erforderlich, eine ständige Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen, also die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen nachzuweisen und gegenüber der Bevölkerung immer wieder zu rechtfertigen. Und dazu müsse man auch Experten verschiedenster Disziplinen und Wissenschaftseinrichtungen heranziehen und dürfe sich nicht nur auf das RKI beschränken. Dies alles aber habe die Bundesregierung bis heute versäumt und verstoße damit gegen Grundsätze ihrer eigenen Verfassung. Soweit Professor Murswig. So spannend die Situation bei uns auch immer noch ist, was die Christen in Kalifornien zurzeit erleben, kann man nur als einen kirchengeschichtlichen Krimi bezeichnen. Das erste Versammlungsverbot für Großveranstaltungen, eingeschlossen Gottesdienste, galt in Kalifornien, und darum wird es heute gehen, weil die Gemeinde von John MacArthur in Kalifornien, in Los Angeles lebt. Das erste Versammlungsverbot galt für April, Mai diesen Jahres. Dabei wurde vorausgesetzt, dass die neu erlassenen Regeln zeitlich befristet sind und dann schrittweise gelockert werden. Im Juni und zu Beginn des Juli konnten dann wieder Gottesdienste durchgeführt werden, bis schließlich im Juli dann der Lockdown kam, die zweite Sperre. Damit wird jegliche Durchführung von Religionsveranstaltungen in den Gemeindehäusern verboten in Kalifornien, und zwar auf unbefristete Zeit, das heißt bis auf Weiteres. Und diese Maßnahme wird jetzt getroffen, obwohl die medizinischen Rahmenbedingungen in Los Angeles genauso wenig dieses rechtfertigen wie bei uns. In seiner Predigt vom 26. Juli hat John MacArthur diese medizinische Situation noch einmal skizziert. Er sagte, dass 27 Staaten eine deutlich höhere Todesrate hätten als Kalifornien. In Kalifornien seien bis dahin 8.300 Personen verstorben mit Covid. Und man komme auf eine Sterberate von weit unter 0,1%.
Im Vergleich dazu erinnerte John MacArthur daran, dass 270.000 Menschen jährlich in Kalifornien sterben, davon 66.000 an Herzkrankheiten, mehr als 60.000 an Krebs, 16.000 an Schlaganfall, 16.000 an Alzheimer und etwa 10.000 an respiratorischen Krankheiten. Die größte Gefahr für das Leben in Kalifornien sei aber die Abtreibungspraxis. 364 Abtreibungen täglich. Das heißt, jedes vierte Kind wird im Bundesstaat Kalifornien abgetrieben. Das ist die höchste Abtreibungsrate für die gesamte USA, finanziert vom Steuerzahler. Und MacArthur fragte, was bedeutet es dann, wenn wegen einer Sterberate von unter 0,1% mit Covid Gottesdienste verboten werden? Nochmal. In Kalifornien sind also seit Juli alle Gottesdienste bis auf unbestimmte Zeit verboten worden. Sie wissen nicht, wann es wieder weitergeht. Dies trifft die Gemeinden sehr hart. Und die Ältesten der Grace Community Church haben sich deshalb umfassend mit dieser Frage auseinandergesetzt und dann schließlich für ihre Gemeinde und für die Öffentlichkeit eine ausführliche Stellungnahme verfasst, die sie auch als Link angehängt an unser Video finden. Und dort begründen sie, warum sie jetzt Ende Juli wieder auf eigene Verantwortung mit dem öffentlichen Gottesdienst beginnen. Dieser Fall ist für die Christen in Deutschland mindestens aus zwei Gründen wichtig. Zum einen geht es darum, dass wir unsere Glaubensgeschwister in Kalifornien im Gebet unterstützen wollen. Das ist die innergemeindliche Solidarität. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und der Mut unserer Glaubensgeschwister dort kann auch für uns ein Ansporn sein. Zum Zweiten ist es für uns wichtig, weil wir ja auch in Deutschland die kritische Situation im Hinblick auf die Beschneidung der Grundrechte und im Hinblick auf die Wiedergewinnung der vollen demokratischen Freiheiten, wir haben ja auch bei uns die kritische Situation noch lange nicht überwunden. Das Parlament hat die epidemische Lage von nationaler Tragweite, wie es heißt, die epidemische Lage von nationaler Tragweite immer noch nicht aufgehoben. Obwohl die Sterblichkeitsrate beständig niedrig und die Situation in den Krankenhäusern im Hinblick auf die Intensivbetten völlig stabil ist. Und obwohl die Fragwürdigkeit des PCR-Tests, also des Drosten-Tests, von immer mehr Medizinern inzwischen auch öffentlich benannt wird. Wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass ein positiver Test keineswegs schon eine Infektion beweist. Der bekannte Schweizer Immunologe Professor Beda Stadler hat dies erst kürzlich wieder betont. Er zitierte aus einem offiziellen Schreiben des Schweizer Bundesgesundheitsamtes, in dem gesagt wird, ich zitiere, die PCR-Reaktion ist eine Methode der modernen Molekularbiologie, um in einer Probe vorhandene Nukleinsäure, RNA oder DNA, in vitro zu vervielfältigen und danach mit geeigneten Detektionssystemen nachzuweisen. Der Nachweis der Nukleinsäure gibt jedoch keinen Rückschluss auf das Vorhandensein eines infektiösen Erregers. Dies kann nur mittels eines Virusnachweises und einer Vermehrung in der Zellkultur erfolgen. Zitat Ende. Und Professor Stadler resümiert dann, diese Aussage ist hundertprozentig korrekt. Es gibt weltweit keinen Wissenschaftler mit Kenntnissen auf diesem Gebiet, der etwas anderes behaupten würde. Zitat Ende. Also die PCR-Pandemie ist noch keine Covid-19-Pandemie. Die dadurch gewonnenen Zahlen dienen aber unseren Politikern als eine Hauptbegründung für die fortgesetzten Maßnahmen. Mit dem verschärften Seuchengesetz hat sich die Politik ein scharfes Schwert geschaffen, das tief in unsere bürgerlichen Freiheitsrechte hineinschneidet. Damit können Grundrechte nahezu beliebig eingeschränkt werden, ohne dass das Parlament dies jeweils beschließen müsste. Es herrscht in diesem Sinne, also auch bei uns immer noch, Notstandsgesetzgebung. Und wir fragen uns, wie lange noch? Doch im Hinblick auf den Gottesdienst traf es die Mitchristen in Kalifornien noch härter
als uns auf unbestimmte Zeit verboten. Nach geduldigem Warten und gründlicher Prüfung und angesichts stabiler medizinischer Rahmendaten sah sich dann die Gemeindeleitung der Grace Community Church unter Führung von John MacArthur in ihrem Gewissen gedrängt, die ihnen anvertrauten Gemeindeglieder nicht länger vom Gottesdienst auszuschließen. Seit Jahrzehnten bekennt sich diese Gemeinde zu der neutestamentlichen Lehre, dass die Obrigkeit zu achten und dass der Obrigkeit im Rahmen der Gesetze zu gehorchen ist. Römer 13, 1. Petrus 2. Ja, dies gebe der Regierung aber nicht das Recht, so die Leiter der Grace Community Church, es gebe ihr nicht das Recht, in die inneren Angelegenheiten der Gemeinde Jesu einzugreifen. So argumentieren sie in einem ausführlichen theologischen Statement, das Sie auch bei uns verlinkt finden, in einer deutschen Übersetzung unter dem Titel Christus ist das Haupt der Kirche, nicht Caesar. Christ is the head of the church and not Caesar. Darin schreiben die Leiter der Grace Church unter anderem, ich zitiere kurz daraus: Soweit die Regierungsbehörden nicht versuchen, kirchliche Autorität auszuüben, ist ihre Autorität zu gehorchen, ob wir nun mit ihren Entscheidungen einverstanden sind oder nicht. Römer 13 und 1. Petrus 2 binden immer noch das Gewissen des einzelnen Christen. Aber Gott hat den irdischen Machthabern keine Autorität über die Lehre, die Praxis oder die Gestalt der Gemeinschaft in der Kirche gegeben. Kurz gesagt, als Kirche brauchen wir nicht die Erlaubnis des Staates, um unseren Herrn zu dienen und ihn so anzubeten, wie er es befohlen hat. Die Kirche ist die kostbare Braut Christi, sie gehört ihm allein, sie existiert durch seinen Willen und dient unter seiner Autorität. Und schließlich, als die verheerende Ausgangssperre begann, ging man davon aus, dass dies eine kurzfristige Notlösung sei, mit dem Ziel, die Kurve abzuflachen, das heißt die Infektionsrate zu verlangsamen, um sicherzustellen, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Und es gab verheerende Prognosen bezüglich der Sterberate. Angesichts dieser Faktoren unterstützten unsere Pastoren die Maßnahmen, indem sie sich an die Richtlinien hielten, die für die Kirchen erlassen wurden. Aber, so heißt es dann am Schluss dieser Erklärung, jetzt leben wir schon seit mehr als 20 Wochen mit unaufgehobenen Einschränkungen. Es ist offensichtlich, dass die ursprünglichen Todesprojektionen falsch waren und das Virus sich nirgendwo als nur annähernd so gefährlich erwiesen hat, wie ursprünglich befürchtet. Dennoch sind etwa 40% des Jahres vergangen, in denen es unserer Kirche nicht möglich war, sich auf normale Weise zu versammeln. Die Möglichkeit der Pastoren, ihre Herden zu hüten, ist eingeschränkt worden. Die Einheit und der Einfluss der Kirche sind bedroht. Den Gläubigen wurden Gelegenheiten verwehrt, um zu dienen und einander beizustehen. Und dann schließt diese Erklärung mit den Worten: Wenn inzwischen größere öffentliche Veranstaltungen, die für 2021 geplant waren, bereits abgesagt werden, signalisiert man damit, dass sich Regierungsstellen offensichtlich darauf vorbereiten, die Einschränkungen bis ins nächste Jahr und darüber hinaus aufrechtzuerhalten. Das zwingt die Kirchen, sich zwischen dem klaren Befehl unseres Herrn und dem der Regierenden zu entscheiden. Deshalb, weil wir der Autorität unseres Herrn Jesus Christus folgen, entscheiden wir uns freudig dafür, ihm zu gehorchen. Zitat Ende. In dem Moment, heißt das, wo der Staat in die kirchlichen Angelegenheiten gewissermaßen übergreift und der Gemeinde etwas verbieten will, was Christus fordert, da gilt Apostelgeschichte 5, 29, die sogenannte petrinische Klausel, die Clausula Petri: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zum 26. Juli lud die Grace Church dann erstmals wieder zum Gottesdienst ein. Vielen Besuchern standen Freudentränen in den Augen und John MacArthur erläuterte in seiner Predigt, warum die Gemeinde Jesu ihren Gottesdienst nicht zur Disposition stellen darf und dies erst recht nicht in einer krisenhaften Situation, wodurch auch immer diese ausgelöst sei. Die Regierung von Kalifornien reagierte mit wütenden Stellungnahmen, drohte damit, Strom und Wasser abzustellen und einige Wochen später dann auch mit der Aussicht, dass man unter Umständen den Prediger auch ins Gefängnis schicken könnte.
Also, dass ein Bundesstaat und sein Gouverneur, der stolz darauf ist, die höchste Abtreibungsrate in ganz Amerika vorzuweisen, dass der Grace Community Church nicht mit Sympathie begegnet, das ist nachvollziehbar. Anders verhält es sich mit massiver Kritik, die zum Teil auch von christlicher Seite geübt wurde. Es gab sehr viel Zustimmung, sehr viel Dankbarkeit, aber auch manche Kritik. Und zwar diesseits und jenseits des Atlantiks. Sogar bei uns in Deutschland sahen sich bestimmte Protagonisten dazu berufen, John MacArthur und seinen Mitstreitern Rebellion gegen die Obrigkeit vorzuwerfen und damit eine Gefährdung des christlichen Zeugnisses. MacArthur betrachte, so hieß es, die Gemeinde als einen rechtsfreien Raum. Das Gottesdienstverbot rechtfertige es noch lange nicht, gegen Corona-Verordnungen des Staates zu verstoßen. Ich vermag nicht zu erkennen, woher die Kritiker ihre Informationen beziehen und wie realistisch sie die rechtliche und medizinische Situation in Kalifornien überhaupt einschätzen. Ihr Vorwurf gegen die Grace Church ist aber erstens aus juristischer Perspektive und zweitens in theologischer Hinsicht deutlich zurückzuweisen. Erstens kommen wir zur juristischen Perspektive. Die Grace Community Church hat sich gerade nicht gegen den Staat aufgelehnt, sondern sie hat die zuständige staatliche Institution um Hilfe gebeten, um Rechtsbeistand. Das sind in diesem Fall die Gerichte, die im Rahmen der Gewaltenteilung einen wesentlichen Faktor der Obrigkeit bilden, genauso wie bei uns in Deutschland. Die Entscheidungen der Gerichte aber haben bisher die Rechtsposition der Grace Community Church gestärkt. Und sie haben der Gemeinde bescheinigt, dass sie sich voll auf dem Boden des US-amerikanischen Rechtes bewege. Schon mit dieser Tatsache sind die Vorwürfe des rechtsfreien Raumes, wie sie zum Beispiel von Michael Kotsch oder Wilfried Plock erhoben wurden, ausgehebelt. Sie treffen einfach nicht zu. Den aktuellen Stand dokumentiert ein Urteil des kalifornischen obersten Gerichtshofs vom Ende September. Darin wird betont, dass das oberste kalifornische Gericht ausdrücklich die Berechtigung der Grace Community Church bestätigt, dass sie ein Verfahren über die Verfassungsgemäßheit des Lockdown beginnen können. Und erst danach, erst wenn dieses grundsätzliche, verfassungsrelevante Verfahren über den Lockdown durchgeführt worden sei, erst danach könne dann verhandelt werden über die Frage, ob Grace Church gegen ein bestehendes Gesetz verstoßen habe oder nicht. Der zuständige Richter Mitchell L. Backhoff hat dies ausdrücklich betont. Und die nächste Anhörung ist angesetzt für den 13. November. Dort werden die weiteren Schritte beraten, aber noch nicht das eigentliche Verfahren durchgeführt, mit dem frühestens im nächsten Jahr, also frühestens 2021, zu rechnen sein wird. Einer der Rechtsbeistände der Grace Church, die Juristin Jenna Ellis, hat diese Entscheidung des obersten kalifornischen Gerichtes sehr begrüßt und noch einmal betont, es sei eine Tyrannei, wenn eine Rückfrage an Entscheidungen der Regierung grundsätzlich verboten werden sollte. Sie sagt, hier gehe es um ein Herzstück unserer Verfassung. Die Regierung steht nicht über den Regelungen des Gesetzes. Und deswegen sei es legitim und notwendig, diese Vorgehensweise der Regierung zu überprüfen, was das Gericht ausdrücklich bestätigt habe. Und John MacArthur sagte in einem Statement gegenüber der Presse, die Wirklichkeit ist die, dass der Bundesstaat nicht nachweisen kann, dass seine Verordnungen rational, geschweige denn notwendig seien. Und er bekräftigte, wir werden festbleiben und wir werden darin fortfahren, zu kämpfen für den Schutz der religiösen Freiheiten der Kirche in unserem Land. Die juristische Grundlage dieser Rechtsprechung in Los Angeles ist der sogenannte erste Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, das berühmte First Amendment. Dieser erste Zusatzartikel ist Bestandteil der amerikanischen Verfassung seit 1791. Und dieser Artikel verbietet dem Kongress
und in der Folge dann auch den Bundesstaaten, Gesetze zu verabschieden, die die Redefreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder das Petitionsrecht einschränken. Also nochmal, the First Amendment verbietet dem Kongress, Gesetze zu verabschieden, die die Redefreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder das Petitionsrecht einschränken. Außerdem verbietet der Artikel die Einführung einer Staatsreligion und die Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Religionen durch Bundesgesetz. Nochmals, auf diese verfassungsrechtliche Grundlage, welche durch Verordnungen nicht aufgehoben werden darf, darauf beruft sich die Grace Community Church und darin hat sie bislang von höchsten Gerichten Recht bekommen. Wie kann man da von der Schaffung eines rechtsfreien Raumes sprechen? Die juristische Frage muss auch bei uns in Deutschland in der nächsten Zeit, das ist unsere Überzeugung, noch gründlicher aufgearbeitet werden. Noch wichtiger als die juristische ist aber schließlich zweitens die theologische Frage, die wir deshalb an den Schluss dieses Statements gestellt haben. Würde man den Kritikern folgen, den Kritikern der Entscheidung der Grace Community Church und von John MacArthur, dann müsste man zwangsläufig auch folgender Bewertung des Gottesdienstes zustimmen. Die Christen, so müsste man dann sagen, sollten bereit sein, gegebenenfalls für längere Zeit auf ihren normalen Gottesdienst zu verzichten. Und als Begründung reiche aus, dass der Staat dies für richtig halte und von der Kirche fordere. Das heißt, unter bestimmten Umständen könne die Gemeinde durchaus, auch für längere Zeit, darauf verzichten, sich real zu versammeln, den Herrn miteinander zu loben und geistliche Gemeinschaft zu praktizieren. Denn genau vor dieser Bedrohung stand die Gemeinde in Los Angeles. Und wohlgemerkt, hier ist nicht von akutem Bombenkrieg die Rede. Es reicht, wenn der Staat das für richtig hält. Diese Position widerspricht dem biblischen Gemeindeverständnis mindestens an zwei Punkten. Sie verkennt, dass zum Wesen der Gemeinde Jesu das reale sich versammeln gehört. Und sie verkennt außerdem, dass allein Christus und die von ihm eingesetzten Dienste und Ämter über das geistliche Leben der Gemeinde und die Art ihrer Verkündigung und Versammlung entscheiden dürfen. Allein Christus und keine äußere politische Macht. Nach unserer Überzeugung geht es beim Kampf um das Offenhalten des Gottesdienstes nicht um eine sture Rechtsposition, nicht in den USA und nicht bei uns in Deutschland, sondern wir dürfen deshalb nicht vom Feiern des Gottesdienstes und von der öffentlichen Verkündigung des Wortes Gottes im Gottesdienst abweichen und ablassen, weil wir von unserem König Jesus Christus den Auftrag haben, uns als seine Gemeinde zu versammeln, ihn gemeinsam zu ehren und vor der Welt zu bezeugen. Auch darum mahnt uns Hebräer 10, Vers 25, die Zusammenkunft nicht zu verlassen. Und hier ist wirklich die reale Zusammenkunft gemeint. Da steht im Griechischen der Begriff Episynagoge, also das reale sich versammeln. Es kommt hier primär gar nicht auf das Motiv des Staates ein, ob er seinen Lockdown gut meint oder ob er damit verborgene Interessen verfolgt. Darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt zunächst darauf an, was das Handeln des Staates real für die Gemeinde Jesu bewirkt. Und deshalb ist es auch nicht schlüssig zu sagen, naja, der Kaninchenzüchterverein darf sich nicht versammeln, der Sportverein darf sich nicht versammeln, also ist es ja nicht so schlimm, wenn die Gemeinde sich auch nicht versammeln kann. Was Sportverein und Kaninchenzüchtervereine mit ihren Angelegenheiten machen, ist deren Sache. Wir aber sind unserem Herrn verantwortlich und wir als Gemeinde sind auch in einem viel höheren Maße systemrelevant für die Menschen in unserer Zeit. Es kommt auch nicht primär auf die Außenwirkung an, also auf die Frage, wie die Nichtchristen denn in einer solchen Situation das Verhalten der Christen bewerten könnten. Warum? Weil im Letzten der Anspruch unseres Herrn entscheidet.
Was wir als Gemeinde niemals schweigend hinnehmen dürfen, ist eine Grenzüberschreitung des Staates, mit der die biblisch begründete Zwei-Reiche-Lehre verletzt wird. Unser Herr hat gesagt, gebt Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Luther hat zu Recht darauf verwiesen, dass der Teufel ständig bemüht sei, die beiden Reiche, das Reich zur Linken und das Reich zur Rechten, das Reich der Welt und der Politik und das Reich der Gemeinde Jesu miteinander zu vermischen. Dem dürfen wir nicht nachgeben. Die Trennung der Reiche und die Verteidigung des gemeindlichen Reiches gegen staatliche Übergriffe dürfen wir nicht aufgeben. Und deswegen ist dies, was hier vertreten und beschrieben wurde, auch in der theologischen Erklärung aus Los Angeles, keine Sonderlehre von John MacArthur, sondern es ist das reformatorische Grundverständnis zum Verhältnis von Kirche und Staat, wie es bereits von Martin Luther, von Johannes Calvin oder dann auch im 20. Jahrhundert etwa von Dietrich Bonhoeffer und der Bekennenden Kirche vertreten wurde. Sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat am 15. April diesen Jahres die Gläubigen gemahnt, doch zu bedenken, was auf dem Spiel stünde, wenn ihnen der Gottesdienst verboten werden könne. Ich zitiere FAZ vom 15.04. Wenn schon Bischöfe und andere Kirchenführer zur Verteidigung des Gottesdienstes nicht die Gerichte anrufen wollen, wenn sich die Gläubigen selbst nicht gegen die Unverhältnismäßigkeit der Einschränkung ihrer höchstpersönlichen Rechte wehren, dann sollte man dieses Recht wirklich als das ansehen, was die Bundesregierung daraus gemacht hat und machen will. Ein Grundrecht, das schutzlos der Willkür der Machthabenden unterliegt. So die FAZ. Und der renommierte deutsche Staatsrechtler Professor Dreyer von der Universität Würzburg hat im Interview mit einer Würzburger Zeitung im Mai Folgendes zu Protokoll gegeben. Er sagt dort, Zitat, jeder Gläubige weiß, dass das Internet kein Ersatz sein kann, also für den realen Gottesdienst. Und natürlich ist das Verbot von Gottesdiensten eine Einschränkung der Religionsfreiheit. Das Grundgesetz garantiert ja gerade die ungestörte Religionsausübung, Artikel 4 Absatz 2. Und dazu zählen, so Professor Dreyer, ganz zentral der gemeinsame Gottesdienst, das Gebet in der Kirche, das Hören der Predigt, das Abendmahl. Hier liegt also ein schwerwiegender Grundrechtseingriff, ja eine Suspendierung des Grundrechts vor. Und er fährt fort, dieses Verständnis von Religionsfreiheit ist übrigens eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Dahinter sollten wir nicht zurückfallen. Im Übrigen wundere ich mich immer noch, wie klaglos die Kirchen das hingenommen haben. Was sagt es eigentlich über unser Land aus, wenn gleichzeitig die Kirchen geschlossen werden und die Baumärkte geöffnet sind. Zitat Ende. Diese Bewertung eines der führenden deutschen Staatsrechtler, in der ihm viele seiner Kollegen auch zustimmen, könnte auch für unsere Situation noch einmal wichtig werden. Wir kommen zum Schluss und ich fasse noch einmal zusammen. Nach unserem Verständnis hängt am real gefeierten Gottesdienst ein wesentliches Merkmal gemeindlicher und christlicher Existenz. Das ist eine biblische Grundlehre, die von John MacArthur und seinen Mitstreitern in Los Angeles verteidigt wird. Deshalb hat auch Martin Luther selbst zu Zeiten der Pest den Gottesdienst nicht ausfallen lassen, sondern ihn erst recht gefeiert. Hier geht es nicht nur um Vorletztes, nicht nur um Dinge, die wichtig sind für dieses vergängliche Leben, sondern es geht um Letztes. Es geht um die Sammlung der Gemeinde unter dem Wort ihres Herrn. Es geht um ihre gemeinsame Anbetung ihres Herrn. Und es geht um die öffentliche Zugänglichkeit der Gemeinde Jesu für ihre Zeitgenossen. John MacArthur hat es neulich in einem Interview folgendermaßen zugespitzt. Er sagte, die Aufgabe der Kirche besteht nicht darin, die Menschen vor einer Grippe zu schützen, in erster Linie, sondern vor der Hölle. Deshalb darf die Gemeinde Jesu sich ihren Gottesdienst niemals entreißen lassen, wie immer ein Staat dies auch begründen mag. Das hat Wilhelm Busch vor mehr als 50 Jahren so formuliert und wir hören seine Worte heute mit besonderer Wachheit. Wilhelm Busch schreibt,
Im Laufe der Kirchengeschichte hat es eine Stunde gegeben, in der die Christenheit beweisen musste, wie viel ihr das Zusammenkommen wert ist. Der römische Kaiser Diokletian wollte die Christenverfolgung im alten Stil nicht fortsetzen. Darum ließ er verkündigen, jeder dürfe seines Glaubens leben, nur sollten die Christen keine Versammlungen mehr abhalten. Sollte die arme, bisher so bedrängte Christenheit darauf nicht eingehen, fragten manche. Aber die Ältesten erklärten einmütig, das Zusammenkommen gehört für uns Jesus-Jünger zum geistlichen Leben. Wir müssen zusammenkommen, um uns im Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu stärken. Wir müssen zusammenkommen, um uns gegenseitig zu ermahnen und zu ermutigen, um gemeinsam zu singen und zu beten und der Welt das Evangelium zu bezeugen. So haben sie dem Gebot des römischen Kaisers getrotzt und es kam zu einer der furchtbarsten Verfolgungen. Man will heute, sagt Wilhelm Busch, vielfach ein Privatchristentum pflegen. Das gab es also auch schon vor dem Internet. Und er fährt fort, das geht nicht. Da sterben Glaube und Liebe.